Fisch, was will ich? Fisch. Rüdiger Huber erläutert die Besonderheiten des menschlichen Schädels. Seine Schüler wollen weder Ärzte werden noch Biologen. Sie wollen zeichnen lernen hier im Porträtkurs der Malschule Prüm. Rüdiger Huber erklärt, warum der Schädel so interessant ist. Es geht ums Sehenlernen. Also es ist etwas anderes, ob ich mich im Straßenverkehr bewege oder ob ich die Farbigkeit fürs Malen erspüren, ersehen möchte. Es legt sich ein Schatten neben ein Licht, es legt sich ein Schatten unter eine Form, es legt sich ein Licht auf eine Form. All dieses Versuchen zu sehen, aufzunehmen, umzusetzen, darum geht es im Prinzip bei dem Malen von weißen Gegenständen auf weißem Grund. Und für mich ist es eine wunderbare Situation, wenn ein sogenannter Schüler auftaucht und sagt, wow, ich bin heute durch die Stadt gegangen und habe alles mit völlig anderen Augen gesehen. Oh, die Straße ist ja gar nicht grau. Oh, die Schaufenster sind ja gar nicht verspiegelt, ja, sondern man sieht plötzlich, man lernt zu sehen, man nimmt es in sich auf und möchte auch weiterkommen, nicht nur im Malen, sondern auch im Sehen. Und er spürt, er lernt, möchte ich nicht sagen, aber er erfährt im Prinzip eine völlig neue Dimension der Umwelt. Also in dem Porträtkurs haben wir eben angefangen mit den Augen, wie wir die malen müssen, und sind darüber dann über die Augenbraue gegangen. Und dann haben wir das immer weiterentwickelt, haben die Nase noch mitgenommen. Und jetzt entwickeln wir das immer weiter und weiter und üben das immer mehr, bis wir beim fertigen Porträt ankommen. Ja, man hilft dann auch den anderen. Wenn man hier was gelernt hat, kann man das ja einsetzen, um anderen Leuten jetzt zum Beispiel im Kunstunterricht ein bisschen zu helfen, das denen zu erklären. Und dann kriegen die auch schon mal die ein oder andere bessere Note. Ich male Bilder von Kindern meistens, von Werbefotos auch, um Licht und Schatten zu üben, damit, weil man da gut sieht, wo die Helligkeiten liegen, und dann kann man das auch richtig abmalen, damit das echt aussieht, so wie unser Mallehrer das immer sagt. Und ja, das macht Spaß. Am Ende lernt man halt immer noch was, weil man sich das alles nochmal zusammen anguckt in der Gruppe, und dann sieht man eben, ja, da ist der Fehler gemacht worden, wie könnte man das verbessern? Und insgesamt lernt man dann auch noch was aus seinen eigenen Fehlern. Und ich denke, das ist das Beste, was man irgendwie machen kann. Auch im Kindermalkurs ist die Bildbesprechung beliebt. Johannes und Anna erklären souverän, was sie an diesem Freitag gezeichnet haben. Und dann die erste Treppe, da sind der Abfall von den Fischen. Da frisst da Truppen Gräten. Hier ist der Fisch am Lesen. Dann der Fisch sitzt im Stuhl und liest. Ja. Und dann sagt der Wurm, hey, frisch mich nicht. Hey, frisch mich nicht. Und dann ist er hier in der Pfanne. Ja, die Frage, ob ich Kindern was beibringen kann. Ich glaube, die Kinder bringen mir doch eine Menge mehr bei, als ich ihnen. Aber es geht natürlich darum, dass den Kindern auch der Spaß nicht genommen wird. Das heißt also, dass die merken, man kommt weiter. Man muss nicht unbedingt irgendwelche Aufgabenbereiche abklappern, wie das in der Schule, in der Regelschule so gemacht wird. Man kann auch mal zum Malunterricht kommen und überhaupt nicht malen. Also wir machen auch schon mal was völlig anderes. Wir machen Malspiele, wir unterhalten uns übers Malen, wir trainieren, wir zeichnen viel. Wenn die Kinder gerne Bomber oder Gladiatoren machen, dann sollen sie es machen, sollen sie es tun, weil wenn nicht hier, wo sonst? Zuerst machen wir Blödsinn,
Dann fangen wir an zu malen. Und am Ende, wenn wir fertig sind, machen wir wieder Blödsinn. Fress mich nicht. Ob große oder kleine Fische, egal. Ich wollte jetzt schon sagen, sch, egal. Ich sag nur, hey Fisch, friss die Würmer nicht. Denn Würmer sind auch irgendwo zu gut, auch wenn die Menschen die manchmal aus Brot tut. Ich sag, hey Fisch. Sehr gut. Aber das ist ein Tiger in Uro. Das Konzept der Malschule ist ähnlich wie das einer Muckibude. Das heißt, wenn jemand hier im Atelier mitmachen möchte, wenn jemand hier sich mit einbringt, ein Monatsgeld bezahlt, kann er jeden Tag die Öffnungszeiten hier erscheinen, kann Unterricht nehmen, kann hier malen und ist nicht an, wie üblicherweise, ein bis zweistündiges, dreistündiges Angebot eines Kurses gefesselt. Er kann das machen, was er möchte und nicht das, was der Kursleiter möchte. Wir freuen uns, wenn wir zusammen sind und dann auch das malen, was uns so am Herzen liegt. Und ich bin im Altenheim beschäftigt, das heißt beschäftigt ist falsch. Wir gestalten freitags den Gottesdienst und dann kommen die alten Leutchen eigentlich sehr gerne und freuen sich. Und nun habe ich mir einige Leute mit denen näher gesprochen und habe sie fotografiert und versuche sie zu malen und versuche dann das Typische dieser Leute zu zeigen. Ja, ich habe vor 2 Jahren einen Gutschein geschenkt bekommen zu Weihnachten und zwar stand auf dem Gutschein drauf, dass ich jetzt für ein halbes Jahr im Atelier malen darf und das war total toll, weil man einfach sehr viele Leute hier kennengelernt hat, die alle am Malen waren oder sich kreativ betätigt haben, hauptsächlich halt gemalt haben. Und man bekommt einmal so ein bisschen Ideen, man sieht, wie der ein oder andere, welche Techniken er anwendet. Das hier ist für mich Wellness pur. Ich schalte hier ab, ich denke an nichts, ich konzentriere mich auf meine Malerei, es macht mir Spaß und irgendetwas entsteht immer. Schade, dass meine Frau arbeiten geht, dass sie so oft das Auto hat. Wir haben nur eines, ja, und dann kann ich nicht öfter als einmal in der Woche, maximal zweimal in der Woche hier auftauchen. Aber diesen einen Tag lasse ich mir nicht nehmen und den genieße ich auf jeden Fall. Seit 4 Jahren ist das Atelier im Herzen von Prüm kultureller und sozialer Treffpunkt. Während der Öffnungszeiten werktags ab 17 Uhr ist es möglich, sich über Kurse zu informieren oder einfach durch die Ausstellung zu schlendern. Rüdiger Huber zeigt hier seine Bilder, in denen er Geschichten aus der Eifel erzählt. Hey Fisch, Fisch, das bin ich. Hey, hey Fisch. Hä?